Hallo Leute und herzlich willkommen bei Spooky Jumpscare Mansion HD Renovation. Wie man hier sieht, ich habe mal hier steht Continuum. Wenn man hier guckt, ich bin 200 Räume gekommen. Und das Problem ist, man sieht ja eine halbe Stunde, wie er spielt. Das Problem war einfach nur. Komm, Geist. So Leute, es ist ein kleines Problem passiert. Ich habe, ja, haben Sie sehen, ich habe 200 Römer gespielt. Leider habe ich vergessen, einfach auf Aufnehmen zu drücken. Und jetzt fange ich von vorne an und mache nochmal die 200 Römer. Und ich habe jetzt schon keine Lust mehr wieder. Weil indirekt mache ich dadurch. Jetzt kann ich nochmal anfangen zu reden. Das Spiel hat vorher einen anderen Namen gehabt. Ich glaube 1000 Rooms from Jumpscares. Ich habe jetzt keine Lust zu lesen. Jetzt könnt ihr lesen, also pausieren und selber lesen. Weil ich habe alles vorher lesen. Und es geht mir einfach auf den Keks gerade. Weil. Ich hatte alle die lesen. Ich habe so viel Schiss bekommen bei. Und ihr wisst, also ich bin jetzt eher deprimierend, anstatt darüber nochmal glücklicher zu machen. Weil für mich jetzt. Ich habe. Also, das ist halt meine First Reaction davon. Ist halt viel interessanter und lustiger als, sagen wir mal, ein zweiter davon. Weil halt. Den Anfang kenne ich ja jetzt erstmal. Die ersten 200 Räume. Und das ist halt sehr bescheiden, sowas. Das ist für mich ein bisschen deprimierend. Ich habe anfangs, wo ich das Spiel gespielt habe, sagst du, so, was sind das für Geräusche hinter mir? Krieg gruselig an die Geräusche. Und. Ich fand es sehr unheimlich, das Spiel an sich. Und jetzt ist natürlich alles weg, der ganze Spielstand. Jetzt krieg ich normal machen. Ich habe eigentlich auch erklärt, dass ich halt Horrorspiele überhaupt nicht leiden kann, weil ich immer sehr schwer Schisser bin. Und das hat man hier in der Reaction, beziehungsweise in meiner Aussprache. Okay, du bist unheimlich. Ich habe auch jedes Mal erzählt, ich habe übelste Gänsehaut in der Zeit. Aber letztes habe ich langsam. Ich bin eher jetzt in die. Also ich war vorher in der richtigen Stimmung drin. Jetzt bin ich in deprimierte Stimmung drin. Also ich habe jetzt eher ja, weniger Lust gerade. Was halt ein bisschen, sag ich mal, für mich ein scheiß Gefühl ist. Weil ihr hättet, sag ich mal, den Spaß erlebt können von mir. Also ich muss sagen, ich hätte mich übelst abgefeiert, wenn ich das nicht das Tuchel an hätte. Weil ich übel, also wie gesagt, ich bin bei Horrorspielen nicht unbedingt der Freund. Hier ist ein, hier bla 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 bla, selber stoppen. Ich bin bei Horrorspielen eigentlich immer ein Schisser, wenn man halt sich nicht wehren kann. Ich habe sehr viel Dead Space gespielt. Also Dead Space 1, 2 besonders gerne. Da habe ich nur einmal durchgespielt und das hat mir übelst abgefuckt. Nicht weil es gruselig ist, sondern einfach nur weil es scheiße war. Und ich muss, wie gesagt, ich habe das halt.
mit Horror eher selten was zu tun. Wenn ich Horrorspiele spiele, das sind halt meistens wo ich mich auch wehren kann am Ende. Oder das ist Koop. Ich bin auch im Koop ein bisschen leichter Schisser. Ich habe damals 4-3 mit meinem Bruder zusammen. Also 4-1 und 2. Alleine kann ich nur spielen. 4-3 habe ich aber mit meinem Bruder zusammen gespielt. Und das ist halt bei mir ganz normal sowas. Also ich spiele sehr eine Koop, also mit meinen Kumpels, mit Kumpels oder mit meinem Bruder. Und das hat jetzt. Also wie gesagt, das Ganze. Jetzt renne ich hier sehr schnell durch. Weil ich weiß, dass die ersten 50 Räume nicht geschah. Und ich habe nur ich habe auch viele erzählt hier, dass oh, was? Okay, das ist neu. Krieg jetzt einen anderen? Wer bist du denn? Ach, denk mal, das ist ein Streamer, die das Spiel unterstützt haben oder Beruf gemacht haben. Ah, kommt er jetzt hier. Beim vierten Mal, glaube ich. Und ich habe viel ich habe viele als modern Horrorspiele. Okay, wurde ja immer schon wieder erschrocken. Also hier, jetzt. Noch nicht? Nani! Wo geht's mal? Die scheiß Brief lesen? Und ich hatte. Wie gesagt, ich habe viele Horrorspiele. Ich zwinge mir jetzt mehr oder weniger für euch ein bisschen da rennen. Weil ich will gerne Horrorspiele spielen öfters und mehr. Aber irgendwie kommen durch meine Schisseritis, sag ich mal, fast hier. Dass ich halt. Ach, hallo, Friend. Och, doch, was ist das für ein Schiss-Slime? Und. Ich bin ein sehr großer Schisser. Hallo, Boot. Mit Horrorspielen. Das wird euch sicherlich mehr Fun machen, da ich solche Spiele spiele. Ja, ja. Und mir übelst, denk mal, das Horror besser selber kennenlerne. Nochmal. Weil ich schon sehr viel Lust habe, manchmal Horrorspiele zu spielen, aber irgendwie traue ich mir nie selber zu. Und so, das ist, denk mal, wenn ich so was hochlade, mir wäre so ein kleines Pflichtgefühl gebe, das zu spielen auf einmal. Wie gesagt, ich bin nicht der Freund von Horror. Also ich hab sehr dünnes Fell mit Horror. Andere kann ich sicherlich länger durchhalten, aber Horror ist irgendwie so ein Punkt, was ich halt eher selten mache. Warte, wollen wir verarschen? Also ich muss dir sagen, die Runs davor waren eine übelst extrem schreckliche Wesen, weil ich halt öfters mal so eine Labyrinthräume gehabt.
so eine großen offenen Räume, wo man runterfallen kann, ja, angeblich, rein theoretisch. Und hier gibt es auf einmal gar kein. Oh. Diesmal gab es gar kein. Okay. Ja, listet. Ich lese nicht mehr, weil ich jetzt angepisst bin. Und. Also, das ist gerade ein bisschen für mich mies, weil ich ehrlich sagen, dass die Labyrinthe jetzt fehlen. Enter. Jetzt können wir natürlich die Kreaturen hier ansehen. Einmal Decoration. Also ich muss gerade kurz stoppen, wenn ihr wollt, und den lesen, weil ich jetzt das schon kenne und nicht keinen Bock habe, das vorzusehen. Das Vieh verfolgt uns gerade. Die das kommt noch. Also alles kommt hier noch, was hier angezeigt wird. Und das auch noch. Auf die Dinger folgen wir richtig. Und weiter jetzt bin ich jetzt gerade ein bisschen frustet, weil ich ab 200 Räume sagt, noch nee, will ich das wieder. Rechts. Okay, links. Links. Links, rechts, links, geradeaus, rechts, links, geradeaus, geradeaus, links, links, geradeaus, geradeaus, rechts, dreimal geradeaus, okay. Warum sieht es so unnatürlich lang aus? Hä? Einfach geradeaus gehen, oder? Denn darum kann ich natürlich nicht. Hier könnt ihr mit dem Monster übelst schnell schnappen. Ach, die Räume, also wird schmaler sogar. Ich sehe gerade. Er wird schmaler und schmaler, der Gang. Also das kann das sein, also. Was ist los? Was? Was ist jetzt los? War eine schlechte Entscheidung? Ich kenne die gar nicht. Kann ich jetzt rennen? Okay. Scheiße. Also ich muss sagen, ich kannte das jetzt gerade nicht. Ich glaube, das war der falsche Weg. Ja, scheiße. So eine Römer hast du am besten.
einmal mal angewöhnen, dass man halt nur eine Richtung gehen soll, rechts oder links. Seit Schritte dann hier. Wäh. Das Brummen, ey, das ist übelst extrem manchmal hier. Das fickt meine Ohren. Ah, gleich kommt der Clipper hier. Hallo, Stars. Also, ich kenne die zum Beispiel nicht. Ah, jetzt kommt der Clipper. Können wir weitergehen? Na, ah, erst Musik. Ach, bitte. Clipper! Ich bin ein Clippermann! Hallo, Kürbis! Ach, bitte, bitte, bitte! Dings! Wenn da ein Stuhl ist, heißt das für mich. Schnörz, ich dachte gerade. Hä? Doch links, doch rechts. Ich dachte, wenn ein Stuhl da rechts ist, mit links lang. Okay, die ändern sich. Und das meine ich jetzt bei den Räumen. Die werden irgendwann ein bisschen doofen. Oh, das ist für ein Klipperhaufen hier. Scheiß Eistüte. Ach, das schon wieder. Wie gesagt, den, danach kommt das Vieh wieder bei mir an. Das kenne ich ja. Es gab so eine Gänsehaut davon. Bäh. Und wie gesagt. Ich bin ein Team der Schisser. Ich hab nur. Nein. Nicht schon wieder. Boah, fick dich. Wie gesagt, ich habe jetzt solche Haunted Memories, das wird ein Slender-Klon sein. Ich habe auch Slender Arrive auch noch. Weil ich noch für Horrorspiele Evil Within. Ich habe solche ersten, zweiten Teil ohne nie gespielt. Würde ich gerne. Wollen wir sehen, warum er wirklich so gut ist. Okay, der ist gruselig. Ja. Und deswegen fand ich persönlich wie gesagt, ich wollte schon mal austesten das Spiel, also The Wheel Within. Dann halt noch viele weitere. Zum Beispiel auch Soma. Was ich gerne auch spielen will. Layers of Fear habe ich mit meiner Freundin damals gespielt, aber ich habe damals auch bei Gronkh angesehen und bei Panedoria. Und die hatten beide das gleiche Ende gehabt, aber ich hatte ein anderes Ende gehabt. Weil ich sehr überrascht fand. Ich dachte mir, hä, wie geht. Ich habe das nicht das gleiche Ende zu bekommen wie die. You are here. Ja, danke.
Oh ne, wenn wir verarschen, letzten drei Räume nochmal mich noch jagen? Können wir hier Entspannung machen? Oh, hallo. Links. Oh, fick dich. Fick dich, fick dich. Oh Mann, ey. Warum ist die aufgenommen? Warum habt ihr die aufgenommen? Das geht mir jetzt schon auf den Sack, Spieler.